so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so, dass du da bist. So schön, dass wir hier Zeit miteinander verbringen können, denn heute wartet ein Interview auf dich, wo ich so viele Fragen zu diesem Thema schon immer bekomme. Und zwar geht es um das Thema Kinderwunsch und auch unerfüllter Kinderwunsch. Und ich habe heute die wundervolle Katharina Apia hier im Interview, die Kinderwunsch-Coach ist und Frauen dabei hilft, zum einen durch diese Zeit zu gehen, in der ungewiss ist, ob man ein Kind bekommt oder auch nicht. Und zum anderen auch Frauen dabei hilft, wenn es dann so ist, dass es sein kann, dass man damit abschließt, keine Kinder mehr zu bekommen, wie man danach weitermacht, wie man sich selbst wiederfindet, wie man wieder Vertrauen in das Leben herstellen kann, in sich selbst herstellen kann. Und es ist ein unglaublich inspirierendes Gespräch, das auch für Frauen mit Kindern, ebenso für Männer, für uns alle so interessant und wichtig ist. Denn zum einen ist das Thema, auch eine Fehlgeburt zu haben, ein so elementar wichtiges Thema, wo wir drüber sprechen müssen und was wir unbedingt aus dieser Tabuzone rausholen müssen, weil es einfach so viele Frauen betrifft und die meisten Frauen sich dann dafür schämen oder das Gefühl haben, versagt zu haben oder nicht wissen, mit wem sie darüber sprechen können und mit ihrem Schmerz alleine sind. Und unter anderem spreche ich mit Katharina darüber, wie gehe ich damit um, wenn ich eine Fehlgeburt erlitten habe? Wie gehe ich mit diesem Schmerz um? Wie schöpfe ich danach wieder Hoffnung? Wie bleibe ich in meiner nächsten Schwangerschaft im Vertrauen und habe keine Angst davor, dass es vielleicht wieder zu einer Fehlgeburt kommen könnte? Darum geht es in dieser Folge. Es geht darum, wie schließe ich damit ab, wenn es dann so sein sollte, dass ich feststelle oder die Entscheidung treffe, ich möchte es nicht mehr versuchen, schwanger zu werden, sondern ich entschließe mich dafür, kinderlos zu bleiben. Und wie kann ich dann trotzdem ein Leben, das erfüllt ist, erschaffen und glücklich erschaffen? Und Katharina ist ein sehr, sehr inspirierendes Beispiel dafür, wie sie es geschafft hat, nach dieser Entscheidung ein sehr erfülltes Leben zu leben und sich als Frau auch wertzuschätzen. Und ich wünsche mir, dass dieses Interview ganz viele Frauen und auch Männer im Herzen erreicht und dir Hoffnung schenkt, dir Vertrauen schenkt und dass du auch weißt, du bist da nicht alleine auf deinem Weg, sondern es gibt so viele Frauen, denen es genauso geht und dass es ja oft auch hilft, wenn man weiß, ich bin nicht alleine und es gibt Wege, wie ich damit umgehen kann und wie ich da auch zu mir selber zurückfinde und es gibt auch Hoffnung. Und ich freue mich sehr, wenn dir dieses Interview gut tut und du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst. Und wir haben auch im Higher Self Home, in meinem monatlichen Mitgliederbereich, das ist sozusagen das spirituelle Netflix, in diesem Monat im September das Thema Verluste verarbeiten, ganz generell. Und ich würde mich freuen, wenn dich dieses Thema gerade beschäftigt, wenn wir uns im Higher Self Home sehen. Wir haben da ganz tolle Special Guests in diesem Monat. Du bekommst immer eine Meditation zu dem Thema, eine Live-Session, ein Workbook, die Community. Und ja, in diesem Monat, im September, geht es genau um dieses Thema. Wie kann ich mit Verlusten umgehen? Egal, ob es der Verlust ist von unserer Gesundheit vielleicht oder aber auch von einem Menschen, den wir lieben oder von einer bestimmten Erfahrung oder von einem Lebensabschnitt, von dem wir jetzt Abschied nehmen müssen. Und genau, darum geht's im September. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest da gerne Unterstützung haben und auch das gerne in deinen eigenen spirituellen Weg integrieren, dann freue ich mich, wenn wir uns im Higher Self Home sehen. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Und ihr wundervollen Menschen, am 12.09. gibt es eine Vorlesenacht mit mir, oder Vorleseabend vielleicht besser. Und zwar lese ich dir aus meinem neuen Buch vor, Zurück zu mir, das am 14.09. erscheint. Und ich werde eine Meditation anleiten, wo du ja eine ganz wundervolle Reise in deine innere Welt antreten wirst. Ich werde Fragen beantworten und würde mich freuen, wenn du dabei bist, wenn wir uns alle dort sehen. Es ist kostenlos, du kannst dich wirklich einfach über deine E-Mail-Adresse anmelden, bekommst dann den Link und ja, vielleicht sehen wir uns dann am 12.09. in der wunderschönen Vorlesenachtabend mit mir und einer Kuscheldecke und dem neuen Buch Zurück zu mir.
Und jetzt geht es los mit dem Interview mit Katharina Appia. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ich freue mich wirklich so sehr, heute eine so bezaubernde, inspirierende Frauen-Podcast zu haben. Katharina Appia, es ist so schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr, sehr gerne, liebe Laura. Danke für die Einladung. Ich habe dich ja das erste Mal so ganz bewusst auf den Schirm bekommen, sage ich mal, als du von der WUSU den Power Talk gegeben hast. Ja. Und ich saß da und dachte mir einfach nur so, wow. Ich muss sie im Podcast haben. Deswegen freue ich mich so sehr, dass du da bist und wir heute über deine Geschichte reden können. Und ich glaube, dass du so viel hast, was so vielen Frauen und auch Männern helfen wird. Und ja, schön, dass du da bist. Dankeschön. Wollen wir vielleicht mit deiner Geschichte anfangen? Mhm. Wo gibt es einen bestimmten Tag, an dem du deine Geschichte starten lassen würdest? Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht mit der Entscheidung, mit Mitte 30 ein Kind zu bekommen, tatsächlich. Okay. Ich war immer entspannt, was mein Leben angeht. Ich dachte immer so, okay, mal gucken, wo es mich hinführt. In meinen 20ern war ich so, oh, ne, ganz auf einem ganz anderen Film sozusagen. Und ich wusste immer, okay, ein Kind möchte ich eigentlich gar nicht um jeden Preis, wenn dann mit einem richtigen Partner, muss ich gestehen, weil ich komme aus einer Familie, meine Mama ist alleinerziehend mit 3 Kindern gewesen, ich bin die Älteste, das heißt, es hat mich natürlich wahnsinnig geprägt, ich habe ganz, ganz viel mitgekriegt und so. Und das war so etwas, wo ich dachte, oh, das möchte ich eigentlich vermeiden. Das lässt sich natürlich nicht immer vermeiden. Aber für mich war immer klar, okay, ich möchte eine gefestigte Beziehung haben. Ich möchte im Leben stehen sozusagen. Und dann, dann könnte ich mir gut vorstellen, so ein kleines Lebewesen zu begleiten. Und es hat ein bisschen gedauert. Da sind natürlich auch eine ganze Reihe von blockierenden Glaubenssätzen hinter. Muss ich ganz offen sagen. Da habe ich auch echt dran gearbeitet. Und irgendwann passte es aber. Ja, ich hatte zumindest von außen einen gut gehenden Job. Und für mich war immer wichtig, okay, ich möchte ein Kind auch immer allein ernähren können. Das ist auch einer dieser Glaubenssätze. Deswegen war ich schon relativ alt, muss man leider sagen. Also aus biologischer Sicht betrachtet, mit Mitte 30. Ja, und dann haben wir es probiert. Und das ging total schnell. Und ich war so, ach, schön, ich freue mich. Und war von Sekunde 1 an, kennst du vielleicht selber auch, die Hormone sind da. Das ist völlig faszinierend. So die erste Schwangerschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, die währte nicht lange, aber es war mit die schönste Zeit. Also einfach, weil man ja eine Vision im Kopf hatte von sich als Mutter und wie das Kind wird. Und wir haben uns wahnsinnig gefreut und es war eine wahnsinnig schöne Zeit. Mhm. Und dann kam aber relativ schnell die Ernüchterung. Und zwar waren wir dann beim Arzt, beim Frauenarzt, mein Mann und ich, und es war ein Windei, ein sogenanntes Windei. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also sprich, die Zellteilung hatte irgendwann aufgehört. Und das war, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also aus heutiger Sicht sehr naiv, also weil es relativ viele Fehlgeburten gibt. Man sagt so, jede 6. Frau ungefähr, also 12-24% der Schwangerschaften enden mit einer Fehlgeburt. Das finde ich, wow, das ist eine Riesensumme. Das sind sehr, sehr viele Menschen. Und aber ich bin da total unbedarft rangegangen, Gott sei Dank ja auch. Ne? Habe ich sehr getrauert, muss ich sagen. Es war zwar zu einem relativ frühen Zeitpunkt, aber es war einfach, ja, ich hatte schon eine ganze innere Welt aufgebaut. Ne? Und es hat mir schon sehr den Boden unter den Füßen weggezogen, muss ich gestehen. Ich habe relativ lange getrauert. Zum Glück, dass ich da auch sehr auf meinen Bauch, meine Intuition auch gehört habe. Und manche Frauen gehen ja irgendwie 2 Tage später wieder zur Arbeit, was völlig okay ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich würde immer dafür plädieren zu sagen, nee, nehmt euch die Zeit, auf jeden Fall, das ist in Ordnung. Und dann ist es auch egal, ob es nach der 9. Woche war oder auch zu einem späteren Zeitpunkt. Nehmt euch die Zeit zu trauern, das ist wahnsinnig wichtig. Ja, und so begann der Weg, der sehr, sehr, ja, herausfordernd war, möchte ich es mal ganz vorsichtig sagen, mit sehr vielen Ups und Downs. Ich hatte letztendlich 4 Fehlgeburten. Und es wurde, also ich kann gar nicht sagen, ob es schlimmer wurde. Also die erste Fehlgeburt hat mich sehr geprägt, auf jeden Fall. Und ich glaube auch nochmal die letzte, weil mir da bewusst wurde, oh Mist, es könnte sein, dass das nicht für mich vorgesehen ist. Ne?
Also das war, ja, es war sehr, sehr einschneidend. Und ich muss wirklich sagen, es gibt eine Kathi davor und eine danach. Mhm. Und ja, und irgendwann, das Problem ist natürlich einfach das Alter. Machen wir uns nichts vor. Ne? Mitte 30 ist halt relativ spät. Am besten aus biologischer Sicht ist es tatsächlich mit Anfang, Mitte 20. Ne? Aber da war ich so ganz weit weg davon, wie das halt so ist. Und irgendwann hat mein Mann, Gott sei Dank, mich auch gespiegelt und gesagt, pass mal auf, dir geht's so schlecht. Wir machen jetzt erstmal eine Pause. Und aus dieser Pause ist dann letztendlich ein Abschied geworden. Ein Abschied davon, zumindest biologisch, eine biologische Mutter zu sein, biologische Eltern zu sein. Aber das war ein langer Weg, bis ich jetzt hier bei dir sitze. Und ja, das war sehr hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war schon die größte Lebenskrise, die ich bisher hatte. Hm. Ja. Du bist nach deiner ersten Fehlgeburt noch dreimal schwanger gewesen. Eine Frage, die ich auch oft bekomme, ist, wie kann ich wieder vertrauen, wenn ich schon so ein Erlebnis hatte? Ja. Also wie komme ich da wieder ins Vertrauen, ohne auch die ganze Zeit so panisch zu sein während meiner Schwangerschaft? Ja, das ist wirklich wahnsinnig wichtig, da wieder ins Vertrauen zu kommen und wahnsinnig schwierig. Mhm. Also ich glaube, einmal auf der rationalen Ebene ist es wichtig, abzuchecken, wie viel Angst man denn haben muss, sozusagen. Also ist da was körperlich wirklich, ne, was dagegen spricht, dass es eine erfolgreiche Schwangerschaft wird, sozusagen. Also das abzuchecken und ansonsten an seinen Glaubenssätzen tatsächlich zu arbeiten. Mhm. Jedes Mal ist es wieder eine neue Chance vom Universum. Mhm. Jedes Mal wieder. Es kann natürlich gut gehen. Ne, aber also da sich wirklich die Glaubenssätze anzuschauen und zu gucken, okay, gibt es da vielleicht was mich limitiert? Mhm. Ich möchte damit auf gar keinen Fall sagen, dass nur weil du die falschen Glaubenssätze hast, bist du nicht schwanger oder hast du eine Fehlgeburt. Auf gar keinen Fall. Das finde ich eine ganz, ganz schwierige Aussage. Aber es schadet ja nie, sich seine Glaubenssätze anzugucken. Nicht nur zu dem Thema, sondern zu allen Themen am besten. Um mit sich selbst auch im Reinen zu sein und ein paar Dinge einfach klarer zu sehen. Ja. Und ja, also sich die Glaubenssätze anzugucken, aber also mir hat Meditation geholfen. Mhm. Was soll ich sagen? Meditieren, finde ich, ist etwas, was mir jeden Morgen Vertrauen gibt. Weil jeder Morgen, jeder Tag beginnt neu. Ja? Und jeden Tag kann ich beschließen, Vertrauen zu haben. Vertrauen darauf, dass es funktioniert. Aber auch Vertrauen darauf, finde ich, egal was kommt, ich schaffe das. Mhm. Ich habe die Ressourcen, die inneren Ressourcen, aber auch äußere Ressourcen im Sinne von Familie, Partner, Partnerin und immer wieder schauen, was habe ich eigentlich sonst auch schon alles im Leben geschafft. Ne? Also man hat ja jeden Tag wieder die Möglichkeit, ins Vertrauen zu gehen. Ja. Ja, und auch ins Vertrauen zu gehen darauf, dass das Universum schon weiß, was es tut, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Hast du eine bestimmte Meditation, die du machst? Nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, in der Zeit, in dieser schwierigen Zeit, so ganz langsam damit angefangen. Mhm. Regelmäßig mache ich das erst seit der Rose, weil ich einfach gemerkt habe, was für Energie das bringt. Mhm. Und die Leute mich angesprochen haben, so, du strahlst so. Und ich so, ja. genau, ich habe ganz langsam angefangen mit geführten Meditationen. Das mache ich auch immer noch mal ab und zu. Inzwischen meditiere ich gerne in der Stille, tatsächlich. Nächstes Projekt, was heißt Projekt? Wenn man einmal diesen Pfad gegangen ist, das weißt du ja selber, dann, wenn man hinguckt, dann sind das so wie so Brotkrumen. Man muss sie nur sehen, ne? Und dann führt es einen ja in alle möglichen Richtungen. Das nächste, was ich gerne ausprobieren möchte, ist transzendentale Meditation. Das finde ich total spannend. Aber im Moment gehe ich tatsächlich in die Stille. Schön. Ja. Du hast gesagt, nach dem Verlust sozusagen bei der ersten Schwangerschaft, dass du sehr bewusst getrauert hast. Mhm. Kannst du uns da so ein bisschen mit hinnehmen, wie du bewusst getrauert hast? Weil ich finde, es ist oft, glaube ich, in so einem Moment, also wie kann man bewusst auch sich erlauben zu trauern? Ja. Weil oft sind wir, du hast es vorhin gesagt, wir Frauen sind dann auch schnell so, okay, ich muss jetzt schnell wieder in den Job gehen, ich muss so tun, als wäre alles normal, ich stelle mich jetzt mal nicht so an. Genau.
Aber ich glaube auch, dass es so wichtig ist, da ehrlich auch den Schmerz anzuerkennen und zu sagen, das tut mir jetzt weh. Und was würdest du empfehlen, wie kann man trauern, wenn man das vielleicht auch nie so gelernt hat? Ja, das ist auch eine gesellschaftliche Sache, finde ich, ne? dass wir uns das nicht so richtig erlauben. Also auch wenn ein Mensch stirbt, ne? Irgendwann muss man wieder funktionieren. Ne? Also ja, also sich erlauben zu trauern, das ist, glaube ich, ne? Sich erlauben zu heilen dadurch auch. Weil ich finde, der Trauerprozess, Trauerverarbeitung ist ja nichts anderes, als wieder in Balance zu kommen. Mhm. Wieder emotional in eine Balance zu kommen. Und erstmal anzuerkennen, dass da Trauer ist, dass wir trauern dürfen. Auch um eine Seele, die nur ganz, ganz, ganz kurz da war und sich dann aber entschieden hat, wieder zu gehen. Ja? Sich das auch von außen nicht nehmen zu lassen. Ne? Weil sehr oft ist es von außen so, jetzt stelle ich doch nicht so an, das war doch gar kein Kind oder sonst irgendwas. Ne? Das kommt leider. Also auch gar nicht so, nicht böse gemeint manchmal, auch aus einer Hilflosigkeit heraus. Mhm. Ja? Aber zu akzeptieren, da ist diese Trauer, da ist dieser Schmerz und da auch wirklich reingehen im Sinne von zu gucken, was hat man für Bedürfnisse. Also bei mir war es lange Zeit, ich konnte mich nicht mit Babys umgeben. Ich bin so froh, dass das vorbei ist, weil es so schön ist, sich mit Kindern und Babys zu umgeben, finde ich jetzt. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich konnte das lange Zeit nicht. Und ich habe akzeptiert, dass das so ist. Ja, natürlich war das so, dass meine Freundin fast alle in dieser Zeit natürlich auch ein Kind gekriegt haben. Ne? Und ich bin offen damit umgegangen. Ich habe offen kommuniziert, ich kann das nicht. Ich habe es natürlich immer mal wieder versucht und habe dann gemerkt, okay, es hat mich manchmal eine Woche lang wirklich in sehr tiefe Trauer wieder zurückgeschickt. Nicht, weil ich neidisch war, sondern weil es mich mit meinem schlimmsten Schmerz konfrontiert hat. Ne? Also wirklich zu gucken, wo sind die Bedürfnisse, nicht wieder sofort funktionieren zu müssen. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich bin auch so sehr pflichtbewusst und so. Ne? Und ich habe aber einfach gemerkt, instinktiv gemerkt, ich brauche jetzt eine Pause und habe mich, ich weiß gar nicht, 2-3 Wochen krank schreiben lassen. Ich brauche eine Pause. Ich habe nur das gemacht, was mir gut tat. Ich bin viel in die Natur gegangen. Ich finde, da liegt ja ganz viel Magie drin, überhaupt in der ganzen Zeit. Viel nach draußen gegangen, viel in die Stille gegangen, also nach draußen in die Stille, aber auch in meine eigene Stille. Ich selbst, aber das muss jeder für sich selbst rausfinden. Ich selbst schreibe gerne. Und ich kann mich an Nächte erinnern, an unserem Küchentisch. Damals haben wir noch in Köln gewohnt. Und ich hatte eine Zeit lang, und das hat auch mit meiner Trauer zu tun gehabt, aus der heutiger Sicht, bin ich immer um 3 oder 4 Uhr morgens aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen und musste weinen. Also bin ich leise aufgestanden, um meinen Mann nicht zu wecken, bin in die Küche gegangen, habe mir einen Tee gemacht, habe geweint und habe in mein Tagebuch geschrieben. Das war etwas, was wahnsinnig wichtig war. Das musste raus. Ne? Also dieser Schmerz. Ich habe ihn nicht rausgeschrien, weil das nicht mein Bedürfnis war, aber ich habe es in mein Tagebuch geschrieben und das hat mir schon ein bisschen Erleichterung verschafft. Das war mir wahnsinnig wichtig, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man einen bestimmten Gegenstand hat oder Gegenstände hat, die man hinstellen darf, wenn man das möchte. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, oh nee, möchte ich auf gar keinen Fall, das ist auch in Ordnung. Ne? Also herauszufinden, was mir gerade gut tut, das finde ich wahnsinnig wichtig. Und das wirklich auch zu akzeptieren, den Schmerz zu akzeptieren und zu akzeptieren, hey, es gibt aber auch wieder Licht. Ich darf auch irgendwann wieder in die Heilung gehen. Ich muss nicht in diesem Schmerz verharren. Am Anfang ist das so, das ist völlig in Ordnung, finde ich. Aber irgendwann zu sehen, da ist Licht. Da ist Licht und da ist ganz viel Liebe auch vom Universum. Das ist wahnsinnig wichtig. Und vielleicht noch ein Punkt, der mir auch wahnsinnig wichtig ist. Man fragt immer nach dem Warum. Mhm. Das ist eine so, so, so wichtige Frage nach einer Fehlgeburt oder überhaupt in der Kinderwunschzeit. Bei manchen ist es ja auch so, dass sie gar nicht schwanger werden. Hört auf, nach dem Warum zu fragen. Es bringt einen so überhaupt nicht weiter. Also es ist so menschlich. Warum passiert mir das? Ja. Ne? Aber es bringt einen einfach überhaupt nicht weiter. Ja, und es ist so wichtig, zu sagen, okay, in die Akzeptanz zu gehen, anstatt warum zu fragen. Es gibt keinen Grund. Wir haben das vorhin, habe ich das schon gesagt, eine Schwangerschaft, das ist Magie. Ja. Ja,
wir entscheiden das nicht. Wir entscheiden nicht, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Und auch nicht der Professor in der Kinderwunschklinik, der entscheidet das auch nicht. Ja? Frauen werden unter krassesten Umständen schwanger. Auf der Flucht zum Beispiel oder nach sexueller Gewalt. Und das sind auf gar keinen Fall gute Voraussetzungen, würde man jetzt erstmal objektiv denken. Ne? Also wir entscheiden das letztendlich nicht. Und da ist es mir auch nochmal wichtig zu betonen, weil so viele Frauen sich so wie so eine Versagerin fühlen. Und das finde ich so schlimm. Das ist ja auch so eine, wie soll ich sagen, eine Energie, die sollte man eigentlich vermeiden. Ja? Und ich verstehe auch, das ist eigentlich nichts Rationales. Weil rational wissen wir, nein, wir haben nicht versagt. Nein, wir entscheiden das nicht, ob wir schwanger werden oder nicht und ob wir ein gesundes Baby haben oder nicht. Das ist mir wirklich ganz, ganz wahnsinnig wichtig, weil ich habe mich so wie so eine Versagerin gefühlt, so viele Jahre. Wie bist du da rausgekommen? Wie bin ich da rausgekommen? In ganz, ganz kleinen Schritten. Ich habe das für mich tatsächlich Stück für Stück erarbeitet. Also einmal, indem ich mich auch intellektuell damit auseinandergesetzt habe, nämlich nein, ich kann nichts dafür. Ja, und auch wenn mein Körper nicht so funktioniert hat, wie ich es gerne gehabt hätte, dient er mir doch wahnsinnig gut. Er kann aber so, 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 so viel. Also Dankbarkeit, das ist ja auch etwas, glaube ich, dass die auch wahnsinnig wichtig sind. Das kann ich nur bestätigen. In die Dankbarkeit zu gehen. Ich habe so viel in diesem Leben. Ja, ich habe kein Kind. Ich hätte wahnsinnig gerne eins gehabt. Aber ich habe so viel anderes. So viel Tolles, was in meinem Leben ist. Das kann man vielleicht ganz am Anfang nicht sehen, wenn man so in dieser ganz akuten Trauerphase ist. Aber wenn man da irgendwann ein bisschen weiter rauskommt, dann kann man die guten Dinge sehen. Ich habe ein Dankbarkeitstagebuch geführt. Das ist ja fast schon ein alter Tipp, muss man sagen, aber der ist so hilfreich. Mhm. Gerade in so einer Situation, in so einer Trauersituation. Das ist wichtig, sich auch ein Stück weit, ja, dem gesellschaftlichen Druck zu entziehen. Mhm. Ne, weil letztendlich ist ja dieses Versagen, es ist ja ein Glaubenssatz der Gesellschaft sozusagen. Ja. Man hat versagt, weil man nicht das und das und das hat. Ja. Und sich davon auch ein Stück weit, also ich habe mich irgendwann ganz bewusst, also ich mache auch diese Geste, also ein ganz Stück bewusst, das bin nicht ich. Und ich muss mir diese Glaubenssätze der Gesellschaft nicht zu eigen machen. Ich muss nicht glauben, dass ich, nur weil ich kein Kind geboren habe, ich kein wertvolles Mitglied der Gesellschaft bin oder keine richtige Frau bin oder ich kann nicht glücklich sein oder zufrieden sein oder ein erfülltes Leben führen, weil ich keine Kinder habe. Ne, das ist etwas, was man natürlich so aufnimmt, das heißt natürlich, leider, ja. im Laufe seines Lebens. Und sich damit auseinanderzusetzen, das hat mir wahnsinnig geholfen, also wirklich zu dekonstruieren, also zu gucken, okay, was ist denn meins? Mhm. Und was wird eigentlich von außen an mich herangetragen? Das hat mir wahnsinnig geholfen auch dabei. Ich finde, das ist so ein wichtigen Punkt. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du das... Ich geredet jetzt, entschuldige. Und dafür bist du hier. Ich höre dir ganz gebannt zu, weil ich glaube auch für alle, die auch über den nicht erfüllten Kinderwunsch vielleicht hinaus, also wenn jetzt gerade vielleicht auch jemand zuhört, der aus irgendeinem anderen Grund denkt, irgendwie ein Versager oder eine Versagerin zu sein, ist das ja hilfreich, was du gerade sagst. Weil wir ja immer mal irgendwie dahin gehen in diesen Gedanken, wenn wir irgendwas nicht haben, von dem wir denken, wir müssten es haben, um jemand zu sein. Genau. Und das war gerade das Schöne, weil was ich bei dir dann so gehört habe, ist, dass es eben nicht darum geht, etwas zu haben, um jemand zu sein, sondern dass du einfach jemand bist. Genau. Vollkommen egal, was du hast. Und sich darauf eben immer wieder zu besinnen und dahin zu gehen und diese Dankbarkeit zu haben für all das, was schon da ist, für all das, wer man schon ist. Und dass daraus dann wieder eine ganz andere Energie entsteht, aus der man wieder etwas Neues erschaffen kann. Ja. Und ich fand das gerade so kraftvoll, wie du das beschrieben hast. Und ich finde es auch einen so wichtigen Punkt, weil... Ich war ja auch zweimal schwanger. Bei mir ist zum Glück alles gut gegangen.
Ich kenne aber auch während der Schwangerschaft diese Angst, die jede Frau, glaube ich, während der Schwangerschaft kennt, dass es nicht klappt, die ja immer wieder mal hochkommt, wo man zum Beispiel, wenn man mal 2-3 Tage irgendwie das Gefühl hat, ich habe mein Baby nicht gespürt, die hat sich nicht bewegt und man denkt so, oh mein Gott, sofort, ne, geht der Herzschlag hoch und dann immer wieder auf der anderen Seite dann diese Erleichterung. Ja. Aber auch diese Phase dann dazwischen, wo man diese Angst, die damit einfach hier auch... Wie bist du damit umgegangen, mit der Angst? Wie hast du das gemacht? Bis heute, was ich immer wieder mache, ist, jetzt wo meine Kinder auch geboren sind, die Angst hört ja nicht auf. Also das ist ja das Spannende. Die Angst geht ja weiter. Wenn die dann da sind, hat man Angst, dass ihnen was passiert. Weil, ne, es ist einfach... das. Und was ich immer wieder mache, was ich auch jeder Frau empfehlen würde, auch während der Schwangerschaft... ich habe mir einfach immer wieder vorgestellt, wie sie geboren sind. Also während der Schwangerschaft habe ich visualisiert, wie sie geboren sind, wie sie den Moment der Geburt, wie sie auf mir liegen, wie ich den ersten Geburtstag mit ihnen feiere zum Beispiel. Also ich habe immer wieder, ich habe das Gegenteil einfach visualisiert. Nicht den Horrorfilm visualisiert, sondern das Schöne. Und heute mache ich es genauso, wenn ich nachts, als Mama gibt es dann diese Momente, wo... nachts plötzlich, du wachst auf und du denkst, hast du so einen Film, dass irgendwas passiert, das Kind läuft vor ein Auto oder weißt du, so diese Momente und wo, das schnürt einem ja alles zu und dann mache ich genau das Gleiche. Ich sage, stopp, Laura, stopp mit diesem Film und fange an, den anderen Film zu sehen, dass ich sehe Carlo, wie er seinen 18. Geburtstag feiert, weißt du, und ein Surfbrett geschenkt bekommt oder so, oder wie Zoe, keine Ahnung, mir vielleicht erzählt, dass sie jetzt ein Kind bekommt oder was. Aber ich habe so Filme, die ich dann nutzen kann, die positiv sind, die mich ins Vertrauen bringen. Weil es sind ja beides einfach nur Filme, die du wählst zu fahren in deinem Kopf. Absolut. Und beide bewirken ein bestimmtes Gefühl. Und die Frage ist dann immer, wie willst du dich fühlen? Und dann immer wieder halt auch in dieses Achtsame zu kommen. Ich nehme gerade wahr, was in mir abläuft. Genau. Ich mache hier Stopp. Und geh woanders hin. Richtig, und das ist ja, wie du es auch beschreibst. Absolut. Einfach. EFT auch im Übrigen. EFT ist also gerade, finde ich, bei Angst wahnsinnig toll. Ja. Ganz, ganz toll. Ganz tolle Technik, die man da machen kann. Ja. Und ich finde es auch so wichtig, wie du gesagt hast, dass sich keine Frau und auch kein Mann an der Stelle als Versagerin oder Versager fühlen darf, sollte. Ja. Weil, wie du sagst, es hat nichts in dem Sinne, am Ende ist es Zauberei, Magie, ist Wunder. Es ist nicht und, bis ins Kleinste erforscht. Ist es nicht. Ja, absolut. Ja. Ich glaube auch, es ist so wichtig, sich da von diesen Vorwürfen auch an sich selbst zu lösen. Total. Hattest du da auch Vorwürfe an dich selbst? Ja, also solche Sachen wie, warum hast du nicht früher angefangen? Mhm. Mhm. Ne, natürlich hätte ich ja auch mit Ende 20 schon, da kannte ich meinen jetzigen Mann schon. Aber ich habe mir dann auch immer wieder gesagt, aber ich war nicht bereit. Ja. Ich war mit Ende 20 einfach nicht bereit für ein Kind. Ja. Ja, und ich gehe da auch immer wieder auch da ins Vertrauen, dass ich handle so, wie meine Intuition, wie mein Bauchgefühl mir das sagt. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Tipp auch in der Kinderwunschzeit, weil ich so viele Frauen ja auch sehe. Ich bin ja inzwischen Kinderwunschcoach, ne? Einer hat letztens von einer Sucht gesprochen, das fand ich ganz spannend. Ne? Wenn es nicht funktioniert, dass man in so einen Sog reinkommt, in es zu probieren über IVF oder andere Methoden, die gehen dann, weiß ich nicht, zur Eizellenspende nach Spanien und nach Tschechien. Und dann gibt es Frauen, die haben da 60, 70 oder Paare, ja, die 60, 70, 80.000 Euro investieren und trotzdem dann Ende 40 sind und kein eigenes Kind, kein biologisches Kind in den Armen halten. Also es ist so wahnsinnig wichtig, dass man genau in der Zeit achtsam ist, damit man nicht in diese Sucht kommt. Wir alle wissen, süchtig, egal nach was man süchtig ist, ist es nie keine gute Idee. Also immer wieder zu hinterfragen, okay, mache ich jetzt eine Pause zum Beispiel? Also viele, die sagen, okay, ich möchte sofort wieder loslegen nach einer Fehlgeburt, völlig in Ordnung, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich plädiere immer wieder dafür, immer wieder in sich reinzuhören, immer wieder zu gucken, dass der Körper wieder heilen kann, dass die Seele wieder heilen kann. Das braucht manchmal ein bisschen Zeit. Warum nicht ein paar Monate dann sich Zeit geben? Und auch was diese Kinderwunschbehandlung angeht, man kann wahnsinnig viel machen. Da geht ganz, ganz viel. Interessanterweise ist es aber trotzdem so, wenn man sich die Zahlen anguckt, ein Kind nach Hause zu nehmen, auch in der Kinderwunschklinik, da liegen wir bei 20%. Mhm.
80% nehmen kein gesundes Kind mit nach Hause. Ich finde das eine unfassbar große Zahl. Das ist ja auch etwas, was man gar nicht erwartet, wenn man ins Kinderwunschzentrum geht. Mhm. Ich kann halt gleich eine Geschichte erzählen. Mein Papa kommt aus Ghana und meine Tante, also die Schwester von meinem Vater, ich weiß noch, in der Zeit war ich mal da und dann war ich so traurig. Und dann habe ich mein Herz ausgeschüttet und dann hat sie nur gesagt, die ist total nett, aber sie meinte so, ach, geh doch in eine Kinderwunschklinik, kann doch nicht so schwierig sein in Deutschland. Und ich so, okay, doch, es ist schwierig. Es ist nicht selbstverständlich, auch wenn man in eine Kinderwunschklinik geht. Und bei uns war das so, wir haben nicht alles gemacht, weil wir es nicht gefühlt haben, weil ich es nicht gefühlt habe. Und Gott sei Dank, mein Mann und ich, wir sind sehr connected, was das angeht. Gott sei Dank war das bei ihm ähnlich. Ne? Also, dass er mich nicht gedrängt hat. Ne? Das ist natürlich auch oftmals ein Problem, dass einer mehr will als der andere zum Beispiel oder irgendwann aufhören will nach dem 10. Versuch. Und wir haben gesagt, okay, irgendwo ist bei uns, also wir fühlen das nicht. Ich bin ein sehr, sehr Gefühlsmensch und ich bin da immer meinem Herzen gefolgt. Kann ich wirklich sagen, auch wenn man mir vielleicht von außen vorwerfen könnte, okay, du hast nicht alles probiert. Nein, weil um welchen Preis denn? Und um den Preis, dass meine Ehe kaputt geht, um den Preis, dass ich mich selbst völlig verliere. Manche werden wirklich körperlich krank, weil du kriegst ja Hormone ohne Ende in dieser Kinderwunschklinik. Also ich finde, man muss immer gucken, um welchen Preis denn? Und um den Preis, dass man jahrelang, ich habe das Gefühl, gefangen ist. Ja, sogar ich, die jetzt nicht alles probiert hat, man ist aber jahrelang gefangen, weil sich immer alles darum dreht. Man bucht nicht mehr einen bestimmten Urlaub, auf wo man Bock drauf hat, weil, ich weiß nicht, ich habe einen abgesagt wegen diesem Zika-Virus zum Beispiel, der ja so schwierig ist für Schwangere. Also du richtest ja dein ganzes Leben danach aus. Und das heißt aber auch, ich hatte das Gefühl, dass ich in diesen Jahren irgendwie auf eine Pausetaste gedrückt habe. Ich habe nicht mehr mein Leben so richtig genossen, sondern es waren immer diese Gedanken. Und jeden Monat die Enttäuschung. Und das finde ich halt wahnsinnig schwierig, dass das sozusagen, ja, wie soll ich sagen, da sich nicht so sehr von außen manipulieren zu lassen, im schlechtesten Sinne sozusagen, nicht in jede Facebook-Gruppe zu sehen. Und dann gibt es noch ein Medikament aus Amerika, das hat mir geholfen und so weiter. Also man kann ja da reingehen, das geht ja ins Unermessliche. Mhm. Immer wieder in die Stille gehen, also das war so das, was mir geholfen hat, immer wieder in die Stille zu gehen und zu gucken, okay, will ich das jetzt? Macht das Sinn? Wie geht es meinem Körper? Der hat immer auch echt gebraucht, um wieder zu heilen. Ja? Das finde ich wahnsinnig wichtig, seiner Intuition zu folgen und sich nicht einzureden, oh, ich habe nicht alles probiert. Nein, sondern immer wieder zu gucken, was passt und was passt vielleicht nicht. Gerade, wie du es beschrieben hast, so jeden Monat auch wieder diese Enttäuschung, wenn es nicht funktioniert hat. Für alle, die jetzt vielleicht gerade auch zuhören und an einem ähnlichen Punkt sind, was kann helfen, auch mit dieser Enttäuschung umzugehen und eben jetzt für dich vielleicht rückblickend, wenn du sagst, dass man sein Leben in der Zeit wie so auf Pause lebt und es nur noch darum geht, wie schafft man es? Und ich weiß, dass das nicht einfach ist, deswegen finde ich es auch so schön, heute mit dir da im Gespräch drüber zu sein. Wie kann man es schaffen, diesen Kinderwunsch zu haben und auch gleichzeitig weiterzuleben und glücklich vielleicht sogar auch weiterzuleben? Ja, das ist eine wahnsinnig wichtige Frage. In kleinen Schritten, würde ich sagen. In kleinen Schritten, Achtsamkeit. Das hört sich so einfach an, das ist natürlich nicht einfach, aber achtsam im Sinne von das Leben versuchen zu genießen. Das ist für jeden was anderes. Also für mich ist es zum Beispiel gutes Essen. Die kleinen Dinge wieder wertzuschätzen. Ne? Zu sehen, was habe ich alles, das hatte ich schon gesagt. Ne? Also in die Dankbarkeit wirklich auch zu gehen. Auch wenn man in dem Moment enttäuscht ist. Ja? Vertrauen zu haben. Immer wieder ins Vertrauen zu gehen. Dass das Universum weiß, was es tut, auch wenn es sich erst vielleicht auf den dritten Blick zeigt sozusagen. Neugierig zu bleiben, finde ich wahnsinnig wichtig, weil man sich auch so abschottet, aber wirklich im Sinne von
keine Ahnung, mal zu einem ganz anderen Thema eine Schulung oder ein Seminar besuchen. Vielleicht ist es in Urlaub fahren, ich weiß nicht, mal ein Buch lesen, was man eigentlich nicht lesen würde. Also offen zu bleiben für die Wunder der Welt. Mhm. Ja, also ne, weil wenn man sich so einschließt, ich kann mich erinnern, ich war in dieser Phase, weißt du, wie so ein verwundetes Tier in der Höhle, das nicht rauskommt. Und ich habe nur ganz wenige, meine Schwester war eine Vertraute und mein Mann, aber noch nicht mal meine Mutter zum Beispiel, ne? Da hörte es schon auf, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich habe mich so zurückgezogen, was auch okay ist eine Zeit lang, aber irgendwann wieder aus der Höhle rauszukommen, mhm. zu sehen, oh, hier ist Licht und die Welt ist so besonders auch, wenn man drauf achtet. Ja, ist die Welt wahnsinnig besonders und dann gibt's wundervolle Menschen darin und zu gucken, wie soll ich sagen, zu gucken, was macht mein Leben schön, wie kann ich es mir schön machen? Mhm. Ich finde, es ist, also für mich war der Wendepunkt, als ich eine Entscheidung getroffen habe. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich erschaffe mir ein erfülltes Leben. Mhm. Das war eine Entscheidung, eine ganz, ganz bewusste Entscheidung und das mache ich jeden Morgen neu. In meiner Meditation, also indem ich eine Intention für den Tag setze, indem ich gucke, was für Menschen sind in diesem Tag sozusagen, die mir begegnen dürfen, mhm. die ich vielleicht ein Stück des Weges auch begleiten darf. Also wirklich zu gucken, was erfüllt mich. Manchmal, ich hatte eine ganze Zeit lang das Gefühl, da gibt es überhaupt nichts. Mich erfüllt überhaupt nichts, nur dieses Kind. Das ist natürlich, wenn man genauer hinguckt, also es ist verständlich, dass man das denkt, aber wenn man genauer hinguckt, ist es natürlich nicht so. Sondern wirklich zu gucken, okay, was ist denn beruflich, was freizeitmäßig, mal was Neues auszuprobieren, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Das war auch ein Game Changer, muss ich gestehen. Es gibt manche Menschen nicht mehr in meinem Leben. Mhm. Und das ist okay, auch wenn es manchmal ein bisschen traurig ist, weil manche Menschen begleiten einen schon lange, aber manchmal merkt man, oh, die Energie, die tut einem überhaupt nicht gut. Also immer wieder sich neu zu justieren, das finde ich wahnsinnig wichtig. Und ich finde, dadurch bin ich in meinen Frieden gekommen. Indem ich gesehen habe, was für ein schönes Leben ich habe und indem ich gesehen habe, entschieden habe, ich bin dafür verantwortlich, das schön zu machen. Niemand sonst. Das ist ja auch so etwas, was man denkt, oder was ich gedacht habe. Ich kann ja nur von mir sprechen. So ein Glaubenssatz, oh, ein Baby macht mich jetzt vollständig. Macht mein Leben vollständig. Nein, ich bin schon vollständig. Mhm. Ich bin vollständig, ich bin wertvoll. All das auch ohne Kind. Mhm. Ein Baby wäre eine wundervolle Bereicherung gewesen. Ich hätte wahnsinnig viel Spaß daran gehabt. Aber dieses Wesen ja eigentlich schon zu überfrachten mit der Geburt, oh, du musst Mama und Papa jetzt vollständig machen, das finde ich schwierig. Ja. No? Und das war auch so eine Erkenntnis, die mir sehr, sehr geholfen hat, auch mit dieser Enttäuschung und irgendwann auch mit diesem Abschied zurechtzukommen. Klar, mein Leben wäre anders verlaufen, natürlich, aber ich kann mir natürlich auch ganz viel in mein Leben zurückholen, je nachdem, wie weit ich auch bin. Wie gesagt, am Anfang konnte ich nicht so gut mit kleinen Kindern und inzwischen habe ich 5 Patenkinder. Krass. Und habe voll Spaß, mit denen umzugehen. Eine interessante Frage dabei ist tatsächlich, die ich meinen Klientinnen auch immer stelle und die ich mir auch gestellt habe, die man sich nicht stellt, wenn man entspannt Mutter wird. Warum will ich eigentlich Mutter werden? Also was sind die gesellschaftlichen Anteile? Ne? Was denke ich eigentlich übers Muttersein? Ne? Also was ist auch das Bedürfnis, was dahinter steckt? Wahnsinnig schwierige Frage, finde ich. Ne? Ich habe lange gebraucht, die für mich so zu gucken, okay, was passt denn zu mir? Und ich habe dann festgestellt, ich möchte meine Werte so gerne weitergeben. Und ich möchte Liebe geben, weil so viel Liebe in mir ist. Und das mache ich halt jetzt auf eine andere Art und Weise. Ich habe so ein kleines russisches Mädchen, dem gebe ich Englischunterricht. Das hat sich so Zufall ergeben, habe ich nicht nachgesucht. Aber ich habe die Augen und Ohren offen gehalten. Und dann ist sie so 2-mal im Monat bei mir, 2 Stunden. Wir machen ganz wenig Englisch. Wichtiger ist eigentlich, dass wir uns unterhalten. Und dass sie, ne, dass sie, die kommt aus einer ganz anderen Familie. Und ich finde das, glaube ich, total spannend, dass ich mein eigenes Business habe und keine Kinder habe. Und, ne, also ich versuche einfach, Mentorin zu sein. Das macht mir Spaß. Also nicht, aber nicht mit so einem erhobenen Zeigefinger, sondern ich verbringe einfach Zeit mit diesen wundervollen kleinen Wesen. Und das reicht ja schon.
ne, wenn sie sehen, wie ich bin, wie ich lebe, wie ich hoffentlich ihnen zeige, dass ich ganz, ganz viel Liebe in mir habe. Ne? Also ich habe mir tatsächlich unterschiedliche Dinge gesucht, Menschen gesucht, denen ich vielleicht ein bisschen von meinen Werten und von meiner Liebe weitergeben kann. Und Liebe kann man sowieso weitergeben, ob es die Verkäuferin ist, die Nette, oder, also das kann man ja in jeder Situation. Ne? Ich glaube da ganz, ganz fest dran, dass die Liebe über alles siegt. Ja. So schön, ich finde das gerade extrem wertvoll, deswegen ich würde das ganz kurz nochmal wiedergeben, so wie ich es gerade verstanden habe, dass die Frage, die du dir gestellt hast, ist, warum möchte ich eigentlich Mutter sein oder warum will ich Mutter sein? Und dann im nächsten Schritt halt zu erkennen, was ist das Bedürfnis dahinter? Und wenn es sozusagen ein unerfüllter Kinderwunsch ist oder bleibt, dann sich zu fragen, und wie kann ich das jetzt trotzdem leben? Ja. Und das finde ich so schön, weil das bringt das ja auch wieder dann dahin zurück, so wir selber machen uns das Leben schön und erfüllt. Und sich eben bewusst zu sein, dass ja, ich kann das auch ohne Kinder leben. Ja. Und das eigene Glück davon nicht abhängig zu machen und in dieser Rolle zu bleiben, der Abhängigkeit an diesem Wunsch quasi. Genau. Ja. Und das auch, ne, das, ich möchte mich nicht darüber definieren, was ich nicht in meinem Leben habe. Das ist nicht das, was mich definiert. Hm. Ich bin so viel mehr als nur eine Frau sozusagen, die kinderlos geblieben ist. Hm. Und das ist für jeden auch eine andere Geschichte. Manche, also ein anderer Weg natürlich. Ne? Manche entscheiden sich für Pflege oder Adoption. Das war aus unterschiedlichen Gründen. Also auch Alter, eine Altersgeschichte. Und das ist halt nicht so einfach mal eben so, wie man sich das so vorstellt. Oder wo manche auch von außen sagen, adoptiert halt. Nee, so einfach ist das nicht. Und auch da sind wir in unser Gefühl gegangen. Wir haben es nicht gespürt auch. Und wie gesagt, es ist auch irgendwann, ne, wenn man die 40 überschritten hat, ist es dann auch einfach schwierig. Und es gibt ganz viel, was dafür spricht, aber es gibt auch viel, was dagegen spricht. Und natürlich habe ich auch anrecherchiert, ein Kind aus Ghana zum Beispiel. Aber auch das finde ich schwierig, jemanden so aus seinem Kulturkreis rauszureißen und es gibt auch eine Bewegung in Afrika, die ich auch ganz spannend finde, ne, die sagt so, hey, ihr wolltet schon unsere Bodenschätze und unsere Kinder wollt ihr auch. Kann ich auch verstehen, ja. Also insofern, das ist auch kein einfaches Thema. Aber es gibt natürlich, es ist wundervoll, wenn jemand bereit ist, ein kleines Wesen aufzunehmen, zu adoptieren. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich habe da auch eine Folge in meinem Podcast von einer Frau, die ein Kind adoptiert hat. Und das ist wundervoll ausgegangen, sozusagen. Also jeder muss sozusagen für sich selber einen Weg finden. Ich hatte eine Klientin, das fand ich auch so schön, die sagt, nee, ich möchte Kinder in meinem Leben haben. Ich stelle ganz oft die Frage, was ist, ich glaube, das machst du auch, ne? Wenn du 80 bist und auf dein Leben zurückblickst, was siehst du denn da? Und die hat gesagt, ich sehe da Kinder lachen. Ich so, okay, dann guck, wie kriegst du es hin? Und die haben sich für Pflege entschieden. Pflegeeltern werden immer gesucht, ne? Und ich habe sie sozusagen in dem Prozess begleitet, weil man ja dann auch mit dem Jugendamt Termine hat und so. Ich habe sie in dem Prozess begleitet und sie gestärkt und wir haben uns die Glaubenssätze angeguckt und so weiter. Und ich freue mich schon auf die Mail, die ich bin sicher, die kommt, wenn sie sagt, ich habe wir haben ein Pflegekind. Das ist total schön. Also jeder kann es auf seine Art und Weise versuchen, in sein Leben zu ziehen. Das muss auch nicht immer Kinder sein. Das kann auch, keine Ahnung, in der Erwachsenen Ehrenamt in irgendeiner Weise zu gucken, ja, wie kann ich das erfüllt machen, das Leben und reich. Wann war bei dir der Moment, wo du gesagt hast, ich höre jetzt auf, es weiter zu versuchen? Also ich entscheide jetzt. Ja, interessanterweise war das kein Moment. Hm. Es war tatsächlich ein Prozess. Hm. Nach der vierten Fehlgeburt hatte mein Mann auch gesagt, so, wir machen jetzt erstmal kurz eine Pause, weil ich wirklich immer tief gefallen bin, einfach in ein tiefes Loch gefallen bin, weil ich immer wieder die Hoffnung hatte, natürlich. Und dann war das bei mir tatsächlich auch so, ich hatte parallel dazu, also ich hatte nicht nur diese Lebenskrise, ich hatte auch eine berufliche Krise. Von außen betrachtet hatte ich einen guten Job, aber der hat mich null erfüllt, da war sogar wenig Wertschätzung und ich habe halt gemerkt, so okay, ich mache den jetzt noch was, fast 30 Jahre, ne? Oder ja, 27 Jahre? Nein, das geht auf gar keinen Fall. Und dann, das heißt, ich hatte da auch noch mal eine Krise.
diese beiden Krisen parallel, wow, die haben mich echt aus der Bahn geworfen, logischerweise. Und dann habe ich eine Freundin, die hat lange Zeit in England gelebt und die war zufällig in Deutschland und wir haben uns auf einen Kaffee getroffen und die ist auch Coach und die hat mir so 3-4 Fragen gestellt. Und ich dachte so, wow, okay, so in Richtung Mentorenschaft, ich möchte irgendwie mit Menschen arbeiten und das ist irgendwie so die Richtung. Ne? Und dann kam es, wie es kommen musste. Ich hatte irgendwie, glaube ich, eine Werbemail, bilde dich zur Mediatorin aus. So, ne? Also es gibt ja keine Zufälle. Ja, und dann habe ich mich sozusagen auf den Weg gemacht, also auch beruflich auf den Weg gemacht, habe dann eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, zur Trauerbegleiterin. Und habe dann festgestellt, so, wow, das ist mein Ding, das ist so schön. Kannst du ja wahrscheinlich auch bestätigen, es ist ein wundervoller Beruf. Und zuerst habe ich die ganze Ausbildung gemacht, ich wollte auf gar keinen Fall selbstständig, ne? So meine Glaubenssätze, ich brauche regelmäßiges Gehalt und so weiter. Und irgendwann war dieser Drang, der war so groß, das kann sich kein Mensch vorstellen, es gab keine Alternative. Auch die Ruso hat mir im Übrigen da sehr, sehr weitergeholfen. Das war wundervoll. Und dann dachte ich so, okay, ich habe auch nichts zu verlieren. Also ich war eine Zeit lang, jetzt muss ich mir das immer wieder erarbeiten, aber ich war eine Zeit lang so angstfrei. Weil ich dachte so, was soll mir denn noch passieren? Ich habe 4 Kinder verloren. Was soll mir noch passieren? Ich mache es einfach. Ja. Ich ärgere mich viel mehr darüber, wenn ich zurückgucke und es nicht gemacht habe und in irgendeinem Job geblieben bin, wo keine Liebe ist. Ja, das will ich einfach nicht. Sodass sich das meine Gedanken, um auf deine Frage zurückzukommen, meine Gedanken sich auch ein Stück weit verlagert haben, weil ich auf einmal etwas hatte, was mich so ausfüllt. Also ich glaube, von dem Entschluss, ich mache mich selbstständig bis zur Selbstständigkeit. Ich glaube, im November hatte ich fast schon Offenbarung. Weiß ich noch, als ich auf dem Weg morgens im Auto zur Arbeit war und völlig genervt war, dachte ich so, auf einmal kam es so. Es war im November und im September habe ich mich selbstständig gemacht. Klasse. Weil einfach so, wow, der Drang war so, so, so groß. Ja, und da war es schon immer mehr klar, okay, das wird vielleicht nichts mehr. Wir wollten bestimmte Behandlungen, waren nichts für uns. Aber es gibt auch nicht zum Beispiel den einen Grund, warum es nicht funktioniert. Das ist übrigens ganz oft so. Man weiß es nicht. Klar, es liegt natürlich am Alter. Man muss sagen, das Fehlgeburtsrisiko steigt einfach immens an, je älter vor allem die Frau ist. Aber auch der Mann, auch die Spermienqualität ist irgendwann nicht mehr so toll. Das wissen ja auch viele nicht, aber das ist tatsächlich so. Und ich habe dann festgestellt, okay, mein Leben ist sehr, sehr, sehr erfüllt und es wäre schön gewesen mit Kind, aber ich weiß nicht, ob ich noch eine Fehlgeburt überstehe. Das war schon auch ein Gedanke, weil ich hatte mich berappelt, ich hatte mich beruflich wieder hochgezogen, ich war in einer guten Energie und ich dachte, okay, und jetzt, klar, wir könnten es nochmal probieren und was ist denn, was macht das denn eigentlich mit mir? Oder kann ich sagen, okay, Universum. Manchmal bist du echt schwierig. Schwierig zu akzeptieren, was du einem so gibst. Und dann bin ich in die Akzeptanz gegangen. Mhm. Ja, ich akzeptiere, dass ich eine kinderlose Frau bin. Das definiert mich nicht. Ich mache mir mein Leben schön. Ich gehe da ins Vertrauen, dass ich das hinkriege. Also auch diese ganzen... Also man hat zum Beispiel Angst, viele, die kinderlos bleiben oder in dieser Phase sind im Alter. Das ist so etwas, was ganz, ganz viele verbindet, von meinen Klientinnen auch. Und mich auch. Ne? Was ist denn eigentlich im Alter zum Beispiel? Aber dass man sich davon auch ein Stück weit frei macht. Ne? Also man kann, wir müssen doch ein bisschen mehr planen, wir Kinderlosen, was im Alter sein kann. Ja? Also ich zum Beispiel könnte mir für mich vorstellen, so eine Mehrgenerationen-WG. Mhm. Also man muss halt ein bisschen anders planen. Ich finde auch, es ist schwierig zu erwarten von seinen Kindern, dass die im Alter sich kümmern. Das ist auch ganz schön eine große Erwartungshaltung für so kleine Wesen. Ne? Es ist wundervoll, wenn sie es dann machen, aber ich finde, das ist jetzt auch keine Garantie. Ne? Und ja, also sich mit diesen ganzen kleinen, großen Elementen auszusetzen, was Kinderlosigkeit mit sich bringt, das ist wirklich eine wahnsinnig wichtige Geschichte. Also für mich war das wichtig, auch mit den schmerzlichen Sachen, auch mit dieser Angst vorm Alleinsein im Alter und so weiter. Sich damit wirklich auseinanderzusetzen, das ist wahnsinnig wichtig und das nimmt einem ganz viel
mir das Druck genommen. Wir wissen alle nicht, was im Alter ist. Wir wissen ja nicht, was ist. Und es liegt ja in meiner Verantwortung, mein Leben auch mit tollen Menschen zu füllen, die auch noch in 40 Jahren da sein werden, bin ich sicher. Oder vielleicht sind es auch neue. Auch das ist okay. Wenn jetzt gerade eine Frau zuhört oder auch ein Mann zuhört und an diesem Punkt steht, wo man nicht sicher ist, probiere ich es weiter? Höre ich damit auf? Woher weiß ich vielleicht, also wie finde ich für mich diesen Moment? Es ist ja dann eine recht endgültige Entscheidung. Ja. Was würdest du empfehlen, wenn jemand gerade noch so unsicher ist? Und wie, ja. Ja. Ich habe es schon öfter gesagt, aber ich bleibe dabei, in die Stille gehen. Da kriegt man ganz, ganz viele Antworten, tatsächlich. Aber auch ganz rational zu schauen, okay, was hat es mich denn schon gekostet? Also jetzt nicht nur finanziell, sondern auch alles drumherum. Ja? Es gibt ja so Frauen oder Menschen, wo ich immer denke, so, wow, wie bewundernswert. Die haben oder ist es bewundernswert? Ich weiß es nicht. Die 12, 15 Fehlgeburten ertragen. Also zu gucken, was kostet es mich, sich seiner Angst zu stellen? Weil letztendlich ist es ja, sich der Angst zu stellen, kinderlos zu bleiben. Und das ist eine gewaltige Angst erstmal. Ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass wie so ein Elefant auf meiner Brust sitzt, wenn ich nur diesen Gedanken gedacht habe, ich habe kein Kind mehr. Also ich bekomme kein Kind in diesem Leben. Es war wie so ein Elefant auf meiner Brust. Hat eine Weile gedauert, bis der weg ist. Also sich wirklich aus seinen Ängsten zu stellen. Was macht mir eigentlich daran Angst? Habe ich Angst, dass ich kein erfülltes Leben führe? Habe ich Angst, im Alter alleine zu sein? Habe ich Angst, von außen betrachtet, nicht wertvoll zu sein, nicht Frau genug zu sein und all diese ganzen Glaubenssätze, die wir haben? Also sich wirklich mit der Angst auseinanderzusetzen. Ich finde es wahnsinnig wichtig, auch ein Bild im Kopf zu kreieren. Wie kann denn mein Leben ohne leibliches Kind aussehen? Das kann man nicht am Anfang. Das kommt erst ein wenig später, glaube ich. Aber es kann nicht schaden. Und manche Klientinnen sagen dann, nee, aber wenn ich mir das ausmale, dann habe ich das Gefühl, ich kämpfe nicht mehr genug. Da würde ich sagen, nee, das sehe ich nicht so. Natürlich kämpfst du, ist doch in Ordnung, aber auch eine Alternative im Kopf zu haben, kann ganz viel Druck rausnehmen. Man muss nicht die Vision haben. Ich hatte jetzt auch Glück, dass ich sowas Tolles für mich gefunden habe, aber das muss ja gar nicht unbedingt sein. Aber einfach, dass man den Gedanken zulässt, okay, wo stehe ich denn heute in 10 Jahren? Wer ist bei mir? Wo bin ich? Was mache ich denn eigentlich? Das ist wahnsinnig wichtig, weil dann verliert dieser große Gedanke ein bisschen seinen Schrecken. Wenn man ja sich auch was anderes vorstellen kann. Das ist wahnsinnig wichtig. Ja. Danke. Danke fürs Teilen. Für alle, die jetzt sagen, ich will es weiter versuchen. Ja. Hast du da vielleicht noch Ratschläge auch aus deiner Erfahrung von Frauen, wo es dann funktioniert hat, ob es jetzt sowas ist wie mal auf Zucker verzichten, also wirklich auf körperlicher Ebene auch zu schauen, wie man den Körper dazu unterstützen kann. Auf seelischer Ebene hast du ja schon gesagt, mit Glaubenssätzen zu arbeiten. Ja. Vielleicht hast du da für alle, die jetzt gerade zuhören, die sagen, ich will es aber noch versuchen. Ja, klar. Ja. Was hast du da vielleicht für Ratschläge, was helfen kann? Ja, also wie gesagt, das ist ein Wunder, ne? Aber natürlich kann man das unterstützen, wie du schon sagst, Glaubenssätze sich angucken, über Nahrung tatsächlich, ich weiß es nicht, zur Ernährungsberatung mal gehen oder auch, gibt ja auch Coaches, die sich darauf spezialisiert haben, seinen Körper zu entgiften, kann nie schaden. Ja. Ne? Also auch wenn man nicht unbedingt schwanger werden möchte, das ist sicherlich ganz spannend. Was ich auch total toll finde, sich zumindest damit auseinanderzusetzen, auch natürlich keine Garantie, dass man dann schwanger wird, ist, sich die weibliche Ahnenlinie anzugucken. Ganz, toll. Ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Wie war es eigentlich bei der Mama oder bei der Oma? Manche Klientinnen fragen dann erstmal nach und dann stellt sich raus, die Mama hatte auch 3 Fehlgeburten. Wurde aber nie drüber gesprochen. Weil das auch so ein Tabuthema ist. Das ist auch ein Grund, warum ich rausgegangen bin, auch mit meinem Podcast. Ne?
ich möchte, dass das kein Tabuthema mehr ist. Ja. Warum? Ja, so viele Frauen haben das, wenn man sich öffnet, dann bekommt man so eine große Resonanz. Ganz viele haben es erlebt oder kennen, jeder kennt jemanden, der eine Fehlgeburt ja. hatte. Und wenn man auf einmal darüber spricht, dann sprechen die Frauen auch darüber. Auch ältere Frauen, die ich durch Zufall mit einer älteren Frau ins Gespräch gekommen, die hat mir das auch erzählt, ne? Also von ihren Fehlgeburten. Und früher wurde da überhaupt nicht drüber geredet. Mhm. Also sich das anzugucken, finde ich wirklich wahnsinnig spannend, weil da manchmal ganz erstaunliche Dinge bei rauskommen. Also zum Beispiel meine Oma, großartige Frau, die mich wahnsinnig geprägt hat, die hat 8 Kinder geboren, 2 sind während der Geburt gestorben und sie hatte 7 Fehlgeburten. Wow. Und eigentlich wollte sie Ärztin werden, durfte aber nicht von ihrem Vater aus, durfte sie die weiterführende Schule nicht machen. Und ihr Mann hat es ein Stück weit, Opa, tut mir leid, das jetzt offen so sagen zu müssen, aber also aus meiner Perspektive hat er das auch genutzt, um sie klein zu halten, sie ständig schwanger zu machen sozusagen und diese vielen Kinder, die ihre Zeit gebunden haben eigentlich. Und interessanterweise, als ich noch in meiner Warum-Phase war, habe ich nachts einen Traum gehabt. Und da war ich auch so, boah, Oma, warum? Wenigstens eins, Mann. Ja, ich muss ja keine 4 sein, aber eins könnte das Universum mir noch schenken. Und da hat Oma mir gesagt, pass mal auf, ich hatte so viele Kinder. Ich habe die alle geliebt, ohne Frage. Aber mein Leben war so fremdbestimmt und eigentlich hätte ich gerne gelernt und ich wäre so gern Ärztin geworden. Es war nicht das Leben, was ich eigentlich wirklich führen wollte. Genieß doch dein Leben, du bist frei. Mach, was du möchtest mit diesem Leben. Und das war, da bin ich aufgewacht und ich habe erstmal geweint, weil ich dachte so, wow, was für ein Geschenk. Mhm. Sie hat mir da irgendwie eine Antwort gegeben. Mhm. Und seitdem kann ich annehmen, dass ich auch ein Stück weit frei bin. Also gar nicht böse gemeint, also ich hätte wahnsinnig gerne ein Kind gehabt, aber frei im Sinne von, ich kann leben, wo ich möchte. Und, ne, also, selbstbestimmt, du bist anders selbstbestimmt. Das ist ohne einfach Kinder, so. Natürlich. Ja, und jetzt kann ich das auf jeden Fall genießen. Also weibliche Anlinie finde ich ganz, ganz spannend, sich da mal reinzubegeben. Auch die Frage, die ich vorhin schon aufgeworfen habe, warum denn Mutter sein? Ich finde das immer gut, sich damit auch auseinanderzusetzen. Warum will ich das eigentlich? Ja. Warum will ich das? Also bei manchen Frauen kommt das auch, die wollen gar nicht. Und dann kommt das so plötzlich. Also auch das so zu hinterfragen, das finde ich wahnsinnig wichtig. Auch gemeinsam mit dem Partner, der Partnerin zu gucken, was macht das eigentlich mit unserer Beziehung? Wollen wir das beide gleichermaßen? Sind beim Partner, bei der Partnerin vielleicht irgendwelche Glaubenssätze, die man durchaus auch auflösen kann? Ne? Also manchmal sind da so Widerstände, ne, das kommt dann beim Coaching raus, das erwarten die Klienten, Klientinnen gar nicht. Also sich mit sich selbst zu beschäftigen, Meditation, ich kann es immer wieder sagen, hilft sehr, sich immer wieder in die Stille und nach innen zu begeben. Ich finde es wahnsinnig wichtig, seinen Schoß zu öffnen, also eine Seele einzuladen in der Meditation. Das finde ich wahnsinnig schön. Überhaupt zum Beispiel in sich reinzuspüren, in die Gebärmutter reinzuspüren. Ich weiß noch, als ich, das war kurz nach einer Fehlgeburt, ich war auch bei einem Osteopathen. Und wir haben dann, er hatte mich behandelt, dann haben wir so ein Gespräch hinterher geführt und dann hat er mich gefragt, und wie geht's dir? Und ich dachte, habe gesagt so, also die Gebärmutter ist gerade der schmerzendste Punkt in meinem Körper. Die fühlt sich entzündet an, die fühlt sich unglücklich an. Und da auch dann Liebe reinzuschicken, das ist so wahnsinnig wichtig, weil das auch was von Versöhnung hat. Versöhnung auch mit dem eigenen Körper. Das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Auch also sich auch wirklich zu öffnen, also geistig sich zu öffnen, spirituell sich zu öffnen, den Körper sozusagen auch zu öffnen. Das finde ich auch wahnsinnig hilfreich, egal was danach rauskommt sozusagen. Wow, vielen Dank für diese tollen Ratschläge. Ich glaube, ich glaube, wenn man damit erstmal anfängt zu arbeiten, hat man was zu tun. Ja. Also ja, vielen. Nee, aber finde ich toll. Ich glaube, das ist wahnsinnig hilfreich. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich habe eine Frage, die ich immer stelle im Podcast. Du kennst sie wahrscheinlich. Ich hoffe, du hast dir aber keine Gedanken darüber gemacht. Nein, habe ich extra nicht gemacht. Perfekt.
Stell dir vor, es ist der letzte Tag deines unglaublich erfüllten Lebens. Du wirst noch ganz, ganz alt und hast einfach, wirst so vielen Frauen noch dabei helfen, durch diese Zeit zu gehen, damit umzugehen und ganz, ganz viele tolle Dinge noch in die Welt bringen. Und es gibt dann aber ein technisches Problem. Es ist alles gelöscht. Dein Podcast ist weg. Deine Bücher sind weg. Es ist alles leider gelöscht. Und ich will zu dir kommen und sagen, Kathi, es tut mir so leid. Es gab einen technischen Fehler. Es wurde alles gelöscht. Hier ist aber ein weißer Zettel und ein Stift. Und wenn es nur drei Dinge gäbe, die du der Welt mitteilen könntest, von der du wollen würdest, dass sie die Menschen wissen und danach leben, was wären die drei Weisheiten, die du auf dieses Blatt schreiben würdest? Okay, ich sage es spontan, weil ich, wie gesagt, ich habe nicht extra nicht darüber nachgedacht. Du bist wertvoll. Mhm. Ich glaube, da muss man gar nichts mehr dazu sagen. Du bist wertvoll. In Klammern, ob mit oder ohne Kind. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen darauf, dass dein Leben schön ist, schön wird. Geh ins Vertrauen. Du bist vollständig. Du bist vollständig. Niemand anders sorgt dafür, dass du vollständig bist. Nur du allein sorgst dafür, dass du vollständig bist. Du bist vollständig. So schön. Dankeschön. Sehr gerne. Tolle Weisheiten. Für alle, die gerne mit dir arbeiten möchten, du bist mittlerweile Kinderwunsch-Coach, begleitest Frauen, sowohl die den Wunsch haben, aber auch Frauen, die damit abgeschlossen haben oder dabei sind, damit abzuschließen. Hast darin offensichtlich deine absolute Berufung gefunden. Das ist so schön. Eine tolle Arbeit. Ich liebe die sehr. Ja, man spürt, also ich spüre das auch richtig, wie dich das so aufleuchten lässt. Wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten? Was würdest du Frauen empfehlen oder auch Männern? Wie kommt man mit dir in Kontakt? Wie findet man dich? Womit fängt man am besten an in deiner Arbeit? Also erstmal würde ich gerne generell sagen, sucht euch Unterstützung. Ja. Das ist so, so wichtig, weil man sich so einschließt und nicht drüber redet. Also es ist wirklich, wirklich wichtig. Was auch immer es ist, es kann auch ein Therapeut, eine Therapeutin sein, ein Coach sein, es kann ich sein. Egal, sucht euch Unterstützung, sucht euch Gemeinschaft. Das ist mir wirklich auch nochmal eine wichtige Botschaft, weil ich mich so alleine gefühlt habe. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die strugglen mit diesem Thema. Ja, ich habe es nochmal nachgelesen. Jedes zehnte Paar in Deutschland hat einen unerfüllten Kinderwunsch. Das sind sehr viele Menschen. Schließt euch zusammen. Wirklich, das ist, sucht euch was in eurer Stadt oder auch bei mir gibt's ab und zu Frauenabende. Sucht euch da was, geht in die Gemeinschaft, tauscht euch aus, teilt euren Schmerz. Da ist eine wahnsinnige Kraft drin. Also das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Dann mein Podcast, der heißt Alles da, Noella nicht, Überleben ohne Kind. Der wird jetzt 2 Jahre alt. Wahnsinn, du weißt selber, wie schön das ist. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Also, weil ich mit diesem Podcast sagen möchte, du bist nicht allein. Man kann ein schönes Leben haben, auch ohne Kinder. Und ich habe tolle auch Interviewgäste, weil die Menschen ja so unterschiedlich damit umgehen. Ganz, ganz spannend. Also da sehr, sehr gerne reinhören, wer möchte. Ich habe natürlich eine Website, die kommen bestimmt wahrscheinlich in die Shownotes. Alles wird es verlinkt. Genau. Ja. Ich habe einen Online-Kurs zum Thema Erlaube dir zu heilen nach deiner Fehlgeburt. Da ist so echt so mein Herzblut reingeflossen. Und all das, was ich mir Stück für Stück erarbeitet habe, sozusagen, habe ich in so ein Programm gepackt. Das ist buchbar auch über meine Website zum Beispiel. Natürlich gerne auch ein Coaching mit mir jederzeit zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich mache auch Hypnose zum Beispiel. Ach, perfekt. Das ist zum Beispiel auch etwas, was wahnsinnig toll ist. Brauche ich dir nicht zu sagen. Wahrscheinlich deine Hörerinnen und Hörer wissen das vielleicht auch, dass man sehr, sehr schnell auch ans Unterbewusstsein rankommt und da auch wirklich erstaunliche Ergebnisse erzielt, interessanterweise. Ja, also das sind so die Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen. Toll. Ich danke dir wirklich von Herzen für dieses Gespräch und für all das, was du gibst und für diesen Weg, den du gegangen bist und eben nicht danach aufgehört hast, weiterzulaufen, sondern quasi wirklich
aufgrund all dieser Erfahrungen dazu ja deine eigene Berufung gefunden hast und jetzt so vielen Menschen da hilfst, im Vertrauen zu bleiben und das weiterzugeben. Und deine Geschichte, finde ich, ist auch so eine Inspiration, eben nicht aufzuhören, daran zu glauben, selber auch weiterhin ein erfülltes Leben zu leben können. Und wirklich danke für alles, was du tust. Danke für dieses wunderschöne Energielicht, das du bist und für alles, was du weitergibst. Und ja, einfach, es war mir eine riesengroße Freude, mit dir darüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Und ich danke dir ganz herzlich. Du hast auch dazu beigetragen, dass ich jetzt da stehe, wo ich stehe. So schön. Danke dir. Ich hoffe, dass du gerade ganz beruhigt und hoffnungsvoll aus diesem Gespräch herausgehst und das Gefühl hast, dass es einen Weg gibt und dass es eine Möglichkeit gibt, glücklich zu sein und ein erfülltes Leben zu erschaffen, auch wenn es gerade herausfordernd ist. Und ja, dass du vielleicht den einen oder anderen Impuls bekommen hast, der dir geholfen hat, der dir Kraft schenkt, der dir Hoffnung und Vertrauen schenkt. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn du mir bei Instagram @LauraMarlinaSeiler unter dem Post von heute deine Gedanken dalässt. Vielleicht hast du auch noch eine Frage an Katharina oder an mich. Schreib das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Lasst uns austauschen und lasst uns auch dieses Thema aus dieser Tabu-Ecke herausholen und einfach offen miteinander sprechen und einander heilen oder einander auf diesem Heilungsweg unterstützen. Und ja, ich schicke dir jetzt eine riesige Umarmung und ganz viel Liebe in deine Richtung, ganz viel Kraft, ganz viel Lebensfreude. Und wenn du möchtest, dann komm auch wirklich gerne ins Higher Self Home. Wir haben den ganzen Monat das Thema Verluste verarbeiten, auch Umgang mit dem Tod, Umgang mit Verlusten von Menschen, die wir lieben, von unserer gegebenenfalls Gesundheit oder von Partnern. Und ich freue mich, wenn du da bist und wir diesen Monat nutzen können, um keine Angst mehr vor Verlusten zu haben, sondern in der Lage zu sein oder die Tools dazu zu haben, sie emotional gut zu verarbeiten, zu integrieren und danach gestärkt und weiser daraus hervorzugehen. Und am 12.09. findest du auf meiner Homepage eine Lesenacht mit mir, einen Leseabend, wo ich dir aus meinem neuen Buch Zurück zu mir vorlesen werde. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Du kannst dich kostenlos anmelden und ja, es wartet ein ganz, ganz schöner Abend auf dich, wo ich dich mitnehme in mein neues Buch. Fühl dich von Herzen umarmt. Danke für deine Zeit. Danke für deine Aufmerksamkeit. Das ist das Wertvollste, was wir alle besitzen. Danke, dass du sie mir geschenkt hast und fühl dich umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.